Stellen Sie sich vor, Sie würden gern Ihr Haus verkaufen, aber gern drin wohnen bleiben. So geschehen beim älteren Paar, beide über 70, in Esslingen. Da hat man ein Dreifamilienhaus und das heißt mir. Da war eine Erbegemeinschaft und mit einem Dreifamilienhaus und eine Partei, die wohnte da schon ewig drin und im Erdgeschoss. Und die haben gesagt, gut, wir verkaufen schon mit den anderen, aber wo sollen wir hin? Eigentlich wäre es für uns am geschicktesten, wenn wir hier wohnen bleiben könnten, weil es reicht uns ja hinter und vorne nicht und wir sind das hier alles gewohnt. Dann, ich kannte die Leute schon vorher, von einem anderen Immobilienverkauf. Und ich gesagt, was soll man denn machen? Dann habe ich es entsprechend ausgerechnet, habe mir das angeguckt und gesagt, gut, wir machen das so, wir verkaufen das ganze Haus, wir finden jemanden, der sie drin lässt, der praktisch sie als so eine Art Mieter unter hat und ihnen ein lebenslanges Wohnrecht gibt. Das kann man dann auch eintragen. Dann habe ich da danach geguckt. Und habe jemanden gefunden, der gesagt hat, gut, ich würde das Haus kaufen mit einer entsprechenden Summe und sie können drinbleiben, so lange wie sie leben. Das ist dann sein Gewinner. Wenn sie lange drin leben, okay. Wenn sie kürzer drin leben, auch gut. Das ist ein nicht ganz einfaches Thema, aber das ist halt einfach so. Jedenfalls haben wir das dann so geregelt, es gab Eintragung im Grundbuch von einem Wohnrecht für die beiden Herrschaften zu entsprechenden Konditionen. Und da muss ja die Bank dann dahin. Das Problem ist ja dabei, wenn Sie jemandem ein Wohnrecht geben, das an erster Stelle steht. Das muss an erster Stelle stehen, sonst ist es nichts wert. Wenn es an erster Stelle steht, dann ist die finanzierende Bank automatisch an zweiter Stelle und dann sagt sie, das mache ich nicht. Gibt es keine Finanzierung, das beißt sich da ein bisschen. Wohnrecht und Finanzierung, die beiden, die passen nicht gut miteinander. Weil jeder will an die erste Stelle, was auch verständlich ist. Aber wenn das Wohnrecht an zweiter Stelle steht, können Sie es, brauchen Sie gar nicht eintragen. Das ist so schnell weg, so schnell kann man gar nicht gucken. Da habe ich dann für den Erwerber eine Bank gefunden, wo die Bank gesagt hat, gut, wir werten das Objekt ein. Und für uns ist es so, auch von der Verkaufssumme, dass wir das machen können. Dass wir einen Rang hinter das Wohnrecht gehen, damit das Ganze Hand und Fuß hat und damit es auch für die Leute, die da drinnen wohnen, in Ordnung ist. Und so konnte man das dann nachher machen, dass praktisch die Leute drinnen gewohnt haben, die haben dann weniger Geld gekriegt, dafür bezahlen sie nur die Nebenkosten und haben sonst mit dem Haus nichts zu tun. Das ist eine Möglichkeit. Also wenn immer Sie denken, dass Sie gern sowas hätten, muss man sich das angucken, wie man es am besten macht, dass es sowohl für Sie als auch für den, wo das kauft, Hand und Fuß hat.